Hallo und herzlich willkommen zu einem der Aktionär TV Interview. Mein Interviewgast Martin Weiß, schön, dass Sie da sind. Die Tech-Branche haben Sie uns mitgebracht. Ja. Tech-Aktien zuletzt ja stark gebeutelt. Jetzt wollen wir wissen, wie sich Anleger verhalten können aktuell. Naja. Wir starten mal mit Google bzw. Alphabet. Die haben sich noch recht gut gehalten bei diesem ganzen Abverkauf. Haben sich super gehalten. Ich meine, das waren mal 400-500%, die es dann nach unten gingen. Das war jetzt aber nichts, wo man hätte sagen müssen, um Gottes Willen, ich muss jetzt sofort reagieren. Was wieder sehr gut funktioniert hat, ja, die Trendkanal funktioniert nicht richtig, aber was wieder sehr gut funktioniert hat, was wir auch schon im letzten Jahr mal gesehen hatten, die langfristige Trendlinie hat sich hier auch mal wieder als stabile Unterstützung herausgestellt. Die Gedanken, die ich mir momentan zu dem Wert mache, sind andere. Natürlich, wir sehen relative Stärke, gerade wenn wir uns anschauen, eine Amazon, zu der wir später noch kommen, deutlich im Wert verloren. Eine Netflix, deutlich im Wert verloren. Also da waren die Anleger ganz schnell bei der Hand, das rauszuräumen. Alphabet ist natürlich etwas ein anderes Thema. Punkt 1, Google hat sehr gute Zahlen fürs vierte Quartal gemeldet. Der Umsatz war gewachsen um 18%, sequenziell um 14%. Das sind natürlich alles durchaus noch Ergebnisse, und die Anleger dann auch noch so ein bisschen im Hinterkopf haben. Also sagen sie, selbst wenn es wackelt, Google ist so ein Tanker mittlerweile im Markt, die liegen ruhig und die lassen sich von ein paar Wellen dagegen den Bug nicht aus der Ruhe bringen. Aber sollten wir, das steht ja noch nicht fest, sollten wir in einen Abschwung kommen, sollten die Unternehmen Probleme bekommen, die Gewinne weiter zu steigern, die Umsätze ausweiten zu können, und es gibt ja einige Anzeichen, dass es schwächer wird, beispielsweise aus China, dann wird meiner Meinung nach Folgendes passieren. Also einer der ersten Wege, um hier wirklich Reserven zu bilden, beziehungsweise ein bisschen schon dann mit den Ressourcen umzugehen, ich nehme einfach ein bisschen was aus der Werbung zurück. Es geht nicht darum, das von heute auf morgen auf null zu senken. Das ist Quatsch, das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Aber man wird ganz einfach die Werbekosten den Gegebenheiten anpassen. Für viele Unternehmen wird das gar nicht so große Auswirkungen haben, weil die schon einen guten Namen haben. Da geht es dann nicht darum, auch noch den letzten abzufischen, sondern da geht es dann eher darum, zu sagen, wie kann ich die Ressourcen, die da sind, sinnvoll nutzen. Und ich glaube, da Google so immens stark ist und aber auch gleichzeitig immens abhängig ist von der Online-Werbung, sei es jetzt über Desktop-PCs oder über Mobile-Devices, also Smartphones, Tablet-PCs etc., dürfte sich das in der Bilanz widerspiegeln. Und diesen Rückschluss werden einige Anleger und dann zunehmend mehr Anleger ebenfalls bilden. Wenn das erste größere Unternehmen sagt, passt auf, wir haben dieses Quartal Wachstumsschwierigkeiten gehabt, die Umsätze sind enttäuschend ausgefallen, vielleicht auch der Gewinn enttäuschend ausgefallen, dann wird es meiner Meinung nach dazu kommen, dass Alphabet, dass das ebenfalls Spuren in der Bilanz hinterlassen wird. Und dann wird es keine Rolle mehr spielen, wie sind die im vierten Quartal 2015 gewachsen, sondern wie werden sie im vierten Quartal oder dritten Quartal 2016 wachsen. Und die Aktie ist mit einem aktuellen KGV von 21 etwa gar nicht mehr so günstig. Also es gab mal Zeiten, da hat man die wirklich zum Schnäppchenpreis bekommen, die sind längst vorbei. Jetzt wäre das eine Größenordnung, wo ich glaube, dass viele Anleger dann sagen, Moment, ich habe ja noch ordentlich Gewinn auf dem Papier. Sollten die Börsen noch mal nach unten durchsacken, dass dann viele einfach als Vorsichtsmaßnahme die Position rausnehmen, um zu sagen, hey, ich will meinen Gewinn sichern oder ich will mein Kapital erhalten. Es geht mir jetzt erstmal nicht mehr um Zugewinn, es geht mir um Kapitalerhalt. Und das ist die Denkweise, die dann Google erwischen könnte. Und dann, es ist noch nichts passiert, ich sage es gerne nochmal, charttechnisch alles im grünen Bereich, aber bei der nächsten Schwächephase glaube ich, dass wir hier mal drunter laufen könnten. Und das wäre dann auch der Moment, wenn jemand noch überlegt, wann soll ich denn rausgehen? Also hier diese langfristige Trendlinie bietet sich da hervorragend an. Wir halten natürlich auf jeden Fall im Blick. Unterdessen schauen wir auf Facebook. Die letzten Zahlen waren ja auch ganz gut. Die Aktie dementsprechend auch hier nicht unter den langfristigen Trend gefallen. Genau. Welche Marken sind jetzt wichtig? Warum also ganz, ganz wichtig, wenn wir uns das anschauen. Also vielleicht muss man Facebook mal ein bisschen kurzfristiger betrachten. Wir haben hier diese spektakulär guten Zahlen gehabt aus dem vierten Quartal. Die waren toll, überhaupt gar keine Frage. Großartiges Unternehmen. Alles, was Zuckerberg anfasst, verwandelt sich momentan in Gold. Wir haben diesen massiven Anstieg gehabt. Da ging es, glaube ich, um 15 oder 16 oder 17% nach oben. Und das in einem wirklich wüsten Marktumfeld. Aber was ist dann passiert? Dieser komplette Anstieg ist abverkauft worden. Das ist prinzipiell kein gutes Zeichen. Wenn ein kompletter Anstieg wieder abverkauft wird, kein gutes Zeichen. Die Umsätze haben nachgelassen. Das heißt, also es sind immer weniger Leute bereit, jetzt auf diesem Niveau bei Facebook einzusteigen. Das heißt nicht, dass wir
wenn es zu einer Markterholung kommt, Facebook nicht weiter hochlaufen sollte. Aber die Anleger sollten im Hinterkopf bitte behalten, Facebook ist für viele, gerade institutionelle Anleger, eine Risikoposition. Das ist ein Wachstumsunternehmen, Technologiesektor. Hohe Wachstumsraten in Bullenmärkten funktioniert sowas großartig. Wenn die Stimmung kippt, dann eben nicht mehr. Also, prinzipiell davon auszugehen, wann wäre wieder klarer blauer Himmel? Ganz einfach, wenn wir dieses Hoch rausnehmen würden. Ja, also dann könnten wir hier davon ausgehen, das ist diese 107,62. Erst in dem Moment haben wir letztendlich wieder ganz klare Sicht, können sagen, es ist alles in Ordnung, hat sich als Trugschluss herausgestellt. Es gibt viele Anleger, die sagen, ja, aber wenn wir runterfahren, dann kann man ja verbilligen. Das kann man. Das ist eine der Strategien, die aber traditionell nicht besonders weit führen. Vor allen Dingen, wenn der Markt sich wirklich in eine längerfristige Abwärtsbewegung begibt, dann werden am Ende ebenfalls auch die, die jetzt noch durch relative Stärke glänzen, und dazu gehört Facebook sicherlich, dann werden die irgendwann, wird es die billiger geben. Und weshalb sollte ich denn auf dem Weg nach unten immer verbilligen, anstatt zu sagen, Mensch, ich habe so schöne Gewinne. Wir haben so einen tollen Aufwärtstrend hier gehabt. Nochmal die Beschleunigung. Weshalb soll ich denn das alles aufs Spiel setzen, wenn ich doch vielleicht die Aktie mal 20%, 25%, vielleicht 30% billiger sehe. Denn Facebook ist, wie gesagt, fundamental auch nicht billig. Also das ist dann immer noch ein Punkt, der dann mit reinkommt und den die Investoren irgendwann auch überbetonen werden. Das Risiko. Die nächsten zwei Werte, die wir uns anschauen wollen, die hängen ja thematisch und jetzt mittlerweile nicht mehr nur thematisch zusammen. Wir sehen den Wochenchart von Groupon, weil Alibaba spielt jetzt mit, ist eingestiegen. Da sehen wir jetzt eben den deutlichen Anstieg darauf hin. Ich kann Ihnen eins verraten, Groupon habe ich seit vielen, vielen Monaten schon auf der Watchlist. Vielleicht für die Zuschauer im Hintergrund. Groupon ist ein Schnäppchenportal. Das war Daily Deals. Sie haben einmal am Tag haben Sie eine Mail bekommen und dann konnten Sie mit einem gewissen Rabatt bestimmte Waren oder Dienstleistungen auch erwerben, wenn genügend Käufer, also genügend Interessenten zusammengekommen sind. Darauf basiert eigentlich das Groupon-Geschäftsmodell. Irgendwann hat man gemerkt, Mensch, die haben so tolle Gewinnmargen auf der ganzen Geschichte, dass Google eingestiegen ist, es sind sehr viele kleine Anbieter in den Markt gekommen und das hat irgendwann die Margen kaputt gemacht. Außerdem, das Geschäftsgebaren von Groupon unter seinen ehemaligen, also unter seinen Gründern, war nicht jetzt unumstritten, um es so auszudrücken. Also oft waren dann am Ende tatsächlich die Kaufleute, die mitgemacht haben, die Händler, die mitgemacht haben, die gelackmeierten und sind aus diesen ganzen Rabattaktionen wirklich mit ordentlichen Verlusten wieder ausgestiegen. Das hat man bei Groupon gemerkt. Erstmal hat man den Vorstand ausgetauscht. Hat einen zweiten gebracht, der dann gesagt hat, Moment, wir können uns nicht mehr auf diese Daily Deals letztendlich verlassen. Wir möchten ein Komplettangebot bieten. Wir möchten auch nicht mehr, dass wir die Leute drangsalieren, Dinge zu tun. Also nicht mehr Mail, Mail, Mail. Die gibt es zwar immer noch, aber sie sind nicht mehr so penetrant, sondern die Leute sollen automatisch mit dem Namen Groupon Schnäppchen verbinden und sollen auf unsere Plattformen kommen. Und daran hat man in den letzten Quartalen gewerkelt. Und ich habe Quartal für Quartal geschaut, gibt es jetzt Anzeichen für einen Turnaround? Ich war da relativ optimistisch. Und in dem Moment, wo ich dachte, naja, wahrscheinlich hat es doch nicht funktioniert, da sind spektakulär gute Zahlen rausgekommen, nämlich am vergangenen Freitag. Und da ging es direkt mal für die Aktie steil um 28%. Das kann ich hier gerne mal aufzeichnen. 28% ging es hier an der Wall Street nach oben. Dann haben wir natürlich in Deutschland, das ist diese waagerechte Geschichte, haben wir den Feiertag gehabt, gestern in Amerika President's Day, am Montag President's Day, dann wurde erstmal nicht gehandelt. So, und gestern kommt eine zweite Nachricht dazu, Mensch, Alibaba ist auch noch eingestiegen. Also der perfekte Sturm für Bullen, die noch dran geglaubt haben, aber natürlich auch für die Bären, die ja zu einem gewissen Zeitpunkt schon mit der Pleite des Unternehmens gerechnet hatten. Und jetzt sehen Sie, Moment, Sie haben überraschend einen Gewinn ausgewiesen. Der Umsatz ist gut gestiegen. Man erwartet für 2016 momentan rund 3 Milliarden Dollar Umsatz. Aber jetzt gehen natürlich die Überlegungen weiter. Moment, wenn das vierte Quartal schon so gut gewesen ist und hier das Geschäftsmodell mittlerweile ordentlich an Fahrt gewinnt, dann könnte der Verlust, der für 2016 einkalkuliert wird, diese minus 0,06 Dollar, also 6 Cent je Aktie, vielleicht schafft es ja Groupon hier sogar einen Gewinn zu erzielen. Und dann kommt die Alibaba-Geschichte. Ja, 33 Millionen Aktien gekauft, also ist der viertgrößte Aktionär jetzt mit einem Anteil von knapp 5%. Das heißt, man hat da über Alibaba natürlich einen immensen Zugang zu Waren und Dienstleistungen, die man in das eigene Produkt mit einbauen kann. Und ich glaube, wenn Groupon weltweit wachsen will,
dann ist Alibaba in Asien sicherlich nicht die schlechteste Adresse. Und gleichzeitig muss man wissen, Alibaba will natürlich auch in den Westen expandieren, hat das bisher mehr schlecht denn recht gemacht. Und das ist natürlich eine ganz tolle Chance auch für die Asiaten. Wir gucken mal auf den Jahreschart auch. Lohnt sich denn jetzt noch der Einstieg nach diesem deutlichen Anstieg? Nein, das muss man ganz klar sagen. Es gibt meine eigenen Beobachtungen, die resultieren jetzt auch aus mittlerweile gut 20 Jahren, mehr als 20 Jahren, die ich den Job schon mache. Wir hatten zwei ganz starke Tage. Häufig ist es so, dass es noch einen dritten, wenn dann wirklich die letzten noch reingehen in den Wert, nochmal hochgedrückt, sehr viel Short Squeeze dabei, da werden die Bären wirklich auf dem falschen Fuß erwischt und kommen gar nicht hinterher, ihre Positionen einzudecken. Und sie haben dann Folgendes, sie haben dann hier, ich male das einfach mal so hin, das ist jetzt schon die zweite, haben dann so lange Kerzen, die nach oben gehen, in der Regel auch mit einem Gap, das sieht man hier nicht, weil es ein Linienchart ist, aber es war tatsächlich mit einer massiven Kurslücke gestern aufgemacht und sie haben dann in der Regel nochmal einen dritten und dann sehen sie schon, wie sich das beruhigt. Da oben sind keine Gewinne mehr zu holen, irgendwann kommt die Erschöpfung. Und dann wird die Aktie fallen und ich glaube, hier sind nach 75% in zwei Tagen, sind hier sicherlich auch mal 20-25% Korrektur drin und dann kann man sich die Aktie mal anschauen. Wir werden im Aktionär natürlich berichten darüber, wir werden uns die Geschichte jetzt nochmal deutlicher, genauer vornehmen, um dann zu sehen, wo macht es denn momentan am meisten Sinn einzusteigen. Unterdessen blicken wir auch nochmal auf Alibaba, haben Sie ja gerade schon lange darüber berichtet. Wie ist hier momentan der Stand? Lohnt sich jeder Einstieg? Es ist wie bei ganz vielen anderen Technologieunternehmen, die Tiefs aus dem Vorjahr, als die chinesischen Börsen nach unten geschlossen sind, die Tiefs werden nochmal angelaufen. Es sieht momentan aus, als wenn es halten sollte. Das ist für mich momentan jetzt aber keine Trendwende. Und deshalb ist es auch für mich kein Grund, unbedingt jetzt sofort mit Kapital an der Hand zu sein. Wer wirklich aggressiv ist, wer sagt, Mensch, weiß, ich glaube dir das nicht, ich kaufe dir das nicht ab mit dem Wirtschaftsabschwung und mit den Problemen in der Wirtschaft, der kann natürlich gerne traden. Er sollte nur aufpassen, bei 50, 55, da ist das Tief. Da kann man dann sicherlich, wenn man jetzt von jetzt an reingehen würde, müsste man sich natürlich long positionieren, das würde am meisten Sinn ergeben und kann einen Stop unterhalb des Tiefs dann auch legen. Sollten die Börsen nochmal abrauchen, was immer möglich ist, dann wäre der Verlust zumindest mal hier, ich meine, da reden wir über einen Verlust von etwa 15%, das ist dann durchaus zu verkraften. Wir haben nicht mehr viel Zeit, vielleicht recht kurz nochmal auf Amazon. Was soll man hier tun? Bei Amazon haben wir jetzt das Problem, wir haben den langfristigen Trend gebrochen. Damit ist die Aktie für mich ein ganz klarer Verkauf. Wir sehen jetzt gerade ein Pullback an die Ausbruchslinie. Muss man abwarten. Ist jetzt momentan überhaupt gar keine Position, mit der man, da braucht man nichts machen. Wenn ich dabei ist, sollte jetzt auch noch nicht einsteigen. Sollte hier der erneute Break erfolgen, dann reicht das allerweil. Dann hat man sicherlich genügend Luft nach oben. Aber es bleibt hier die Gefahr, dass wir davon abprallen und dann nach unten durchgereicht werden. Denn Amazon ist fundamental, ist ein tolles Unternehmen. Aber fundamental ist die Aktie sehr teuer. Dann Dankeschön für den Moment, Martin Weiß. Gerne. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.